Ja, Skaden und willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia. Wir sind hier bei den Windmühlen, haben in der letzten Folge den Jäger hier vertrieben und heilen jetzt das vorletzte fruchtbare Gebiet der zerstörten Zitadelle. Also, willst du noch was vorher sagen, Elika? Komm schon, sprecht mit mir. Ich würde lieber einfach weiter. Ein scharfes Schwert und ein leerer Horizont. Mehr braucht ein Mann. Na dann, auf geht's. So, dann geht's in dieser Folge den Jäger an den Kragen, würde ich mal sagen. Wenn wir es denn in dieser Folge schaffen. Mal gucken, ob die Zeit reicht. Abwarten ist nicht immer eine gute Taktik. Man muss auch mal angreifen. Ist das so? Seht euch um. Wir könnten in 5 Minuten tot sein. Wohin hätte euch das Warten dann gebracht? Lieber beim Versuch sterben als beim Warten. Ihr habt wohl recht. Wenn man etwas will, wenn man etwas wirklich will, soll man nicht abwarten. Aha. Also, worauf warten wir? Das schwarze Tor ist offen. Ist das was Gutes? Wir können in das Versteck des Verdammten. Und wenn wir das fruchtbare Gebiet dort geheilt haben? Dort gibt es kein Gebiet. Die Essenz des Ortes steckt in dem Verdammten selbst. Und er wird uns die einfach nehmen lassen? Viel mehr davon und ich werde mein Schwert nachschleifen müssen. Okay, da hat sie ihn schon verarscht mal wieder. Wo ist dieses schwarze Tor? Am höchsten Punkt der Gegend. Naja, am höchsten Punkt würde ich jetzt nicht gerade sagen. Also davon ist es ja, aber... Naja. Und das schwarze Tor wird sich einfach so öffnen. Ich kann es öffnen, wenn wir da sind. Mit das schwarze Tor ist offen, meintet ihr? Es ist offen, wenn wir dort sind. Ahriman kann die Energie der fruchtbaren Gebiete nicht mehr abzapfen. Das Tor wird offen sein. Tempelwachen, Piraten, wilde Mobs. Das waren die guten Zeiten. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir dann zum Jäger. Also ihr habt gehört, da gibt es kein fruchtbares Gebiet. Um das Gebiet zu heilen, müssen wir den Verdammten besiegen. Oder töten, ich weiß nicht genau. Wahrscheinlich töten. Werdet ihr euch erholen? 200 Generationen der Ahura gaben ihr Leben, um Arimans Rückkehr zu verhindern. Ich habe ihre Stärke und meine. Aha, kann ich vielleicht was abhaben? Ich schätze, ihr habt wohl keinen dieser Ahura dabei, oder? Dann ist es an uns. Alles klar, super cranke Musik hier. Uff. Das letzte Gebiet des Jägers. Ah, da ist auch immer dann sowas. Keine Ahnung, dass wir das schwarze Tor entweder geöffnet haben oder dass es jetzt offen ist. Hier ist es ja nicht dieses blaue Zeichen, keine Ahnung. Nest des Jägers, meine Freunde. Oh, hier gibt es nur 25 Lichtkeime anstatt 45 in dem Gebiet, okay. Eine kranke Brücke und da ist wahrscheinlich an der Endfall in dieser Burg Zitadelle. Alles klar. Reden wollen wir anscheinend nicht, weil ich kein Zeichen bekommen habe. Kurzer Frame-Drop, Gebiet laden, wie immer. LK portet sich. Oh. Sag ich doch, die zwei brauchen wir eigentlich schon, oder? Hoffentlich. Die zwei Kräfte. Also, Schritt von Ormast und Flügel von Ormast. Das wäre sonst voller Beschiss, wenn wir noch mehr brauchen würden. Okay, da wusste ich zum Beispiel wieder nicht, wo ich hin soll. Hoch, runter. Also, wo ich ausweichen soll. Aber nein, links war dann richtig. Okay, jede der beiden Fähigkeiten zum Schluss nochmal benutzen. Kommt schon hier, super cranky Kampf-Action-Musik. Ha, unten links diesmal. Nicht unten oder links, sondern unten links. Bam. Oh. Ab ins Tor, oder auch nicht. Landen, ja. Landen wir da, würde ich sagen. Aber nein, hat auch keinen Bock.
Wow. Wow, 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 wow. Alles klar. Wo soll ich hier ausweichen? Nirgendwo. Was geht denn, Mann? Wo fliegst du hin, Elika? Kannst du mir das sagen? Kann es sein? Wohin? Dahin. Der, man weiß nicht, unten oder oben. Jetzt vielleicht landen. Da, bitte. Dankeschön. Da wartet er doch schon. Hat uns bestimmt eine Falle gestellt. Oh yeah. Auf dem nächsten Gefecht können wir nicht irgendwie langsam gehen oder so. Das wäre voll episch. Ne, können wir nicht. Der rennt automatisch. Noch habt ihr eine Chance. Noch könnt ihr gehen. Schätze, das heißt nein. Da ist doch irgendwas. Wir fallen doch irgendwie runter oder so. Oder er fällt runter oder keine Ahnung. Gehen wir mal hier rauf. Nein, es scheint sicher zu sein. Wow. Könnt ihr mir, wenn da wieder abgeht jetzt? Das war ja vorher nie. Okay, Endfall, der auch kranke Bossmusik, Alter. Er ist nicht nah genug. Ah, Mann, ja, ich sehe nichts. So, diesmal, das kenne ich. Habe ich dich immer abgezogen, Junge, und mal wieder. Es ist auch so, immer noch. Boah, Alter. Der geht ab, der Junge. Ganz ehrlich, hart. Jetzt packt er aber alles aus, was er hat. Boah, der lockt alles ab, vorne. Oh, ich hätte gedrückt, aber ich war zu langsam. Ja, ich muss es erstmal immer abwarten. Ich will lieber beim Abwarten fällen als beim Falschdrücken. Ach, nichts kann er. Da. Oh, ich habe gedacht, der Zustand würde sich ändern. Toll. Ich hab doch. Au. Okay. Wo ist Elika? Wo ist Elika? Alter! Ich hatte noch nichts abgezogen! Wo ist Elika? Da ist sie. So. Erstmal wegrennen. So. Jetzt gebe ich dir warm. Warm. Alter, der wehrt alles ab. Ich hab's wirklich gedrückt diesmal. Kann doch nicht sein. So, jetzt kann er aber nichts machen. Bam. Bam. Auf sie. So, diesmal blockt er nicht ab. Zack. Zack, wir fallen bestimmt noch da in dieses Loch da, in diese Falle rein. Wenn wir den die Hälfte abgezogen haben oder so wieder. So, bam. Bam. Geil, okay. Diesmal lässt er uns gewähren. Ja. Was macht er? War so klar. Der haut mit seinem schwachen Arm aber da drauf und es zerbröckelt trotzdem. Ey. Alles klar, weiter geht's. Ich weiß nicht, was das soll. Vielleicht will er uns seinen Keller zeigen. Ha, bam, Junge. Zack. Gegeben jetzt. Was jetzt? Ach so. Gibt gleich weiter uns hier so eine Spezialkombo. Aber abgewehrt und eine hinterher. Jetzt sind wir am Zug, Junge. Und boom. Ey, jetzt zieht ihr echt immer weniger ab. Alter. Ja. Schön, schön, schön. Langsam habe ich ihn raus. Habe auch schon oft genug gegen den gekämpft. Okay, wieder auf den Boden hauen oder was? Ja, anscheinend. Das ist voll dumm. Der lässt uns fallen und dann kommt er hinterher. Nein, jetzt hat er uns nur fallen gelassen und kommt nicht hinterher. Ruhe vor dem Sturm, wir rutschen weiter und da wird dann irgendwie der Endkampf sein wahrscheinlich. Okay, so, über die Dunkel... What the fuck? Alter, wie... bedrückend, so eine grottenmäßige... keine Ahnung. So ein grottenmäßiges Setting, so eine Stimmung. Okay, da sollte ich lang zum Glück. Ja, der Endkampf, Leute, der Endkampf. Und da rechts sich schon eine Kraftplatte, eine rote Schritt von Ormast. Jetzt findet ihr keine Verstecke mehr. Oh ja, das stimmt. Vielleicht will er sich auch gar nicht mehr verstecken. Jetzt will er wirklich kämpfen wie ein Mann. Oh. Ja, der gibt mir wieder. Also wieder nicht an den Rand treiben. Darf man. Ja komm, du darfst auch mal wieder angreifen. Komm. Oder auch nicht. Du hast dich anders entschieden.
Ja. Was soll ich denn machen? Da kam ich, da käme ich nicht mehr raus. Da kam ich nicht mehr raus, meine ich. Ah? Da willst du nicht wieder spucken? Komm. Natürlich wieder, ey. Bumm. Ja, ich kann nichts machen. Immer dasselbe jetzt. Ey, warum hat er mir diesmal so einen Mega-Kick gegeben? Unfair. Ich will auch meinen Handschuh benutzen. Aus der Sicht des Jägers gerade. Zack, 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 zack. Immer dasselbe. Ziehen wir den so überhaupt was ab? Ich glaube nicht. Oder doch? Keine Ahnung. Oh, jetzt. Ja, doch, wir ziehen ihm was ab. Alter, da gibt es immer so mega Kicks. Jetzt geht er ab. Oh, fuck. Ja, dann mache ich das halt so jetzt. Warm. Warm. Warm, damit er in der Mitte bleibt eben. Oh, gleich haben wir es. Gleich haben wir es, Leute. Nur noch ganz wenig. Und das war es auch. Er hat auch schon gestöhnt. Das war's. Ariman wird nicht wiederkehren. Das verspreche ich. Wow. Wir sollten besser hier weg. Ja, okay, Gebiet geheilt, alles stürzt ein, natürlich. Reden. Nein, erstmal reden. Wir gleich sprengen? Wir müssen hier raus. Gibt es hier irgendetwas, das nicht zusammenfällt? Wir müssen zu den Platten. Musstet ihr denn alles kaputt machen? Okay. Ah ne, wir können immer noch reden. Raus hier. Ich glaube, wir kriegen auch diese 25 Platten, wenn wir die 25 Lichtkeime, wenn wir rauskommen. Oder haben wir die schon bekommen? Ich weiß nicht. Also wir müssen die nicht sammeln, diese Lichtkeime, diese 25, die es hier gibt. Die kriegen wir einfach. Ja, okay. So, reden. Kein Beschuss. Monster wachsen auf dem Boden. Okay, nein, dunkle doch nicht. Götter, das ist ein falsch gemacht. Oh, so sieht man es wieder in alter Schönheit, die Zitadelle. Das ist ja so ein kleines Kolosseum schon, ne? Ja. Oh, ich jetzt auch alles zusammen. Wow. Pff, noch gerade so geschafft. Aber es sieht echt schön aus, wenn die Dunkelheit vertrieben ist so. Wow. Wow. Reflexe wie ein Elefant. Wow. Wow, wow. Okay. Geschafft! Geschafft! Hey! Hey, hey, verlasst mich jetzt nicht! Elika! Ich war schon besorgt. Das war die Heilung. Die Seele des Jägers. Er ist nun tot, nicht wahr? Ja. Sicher? Jemand zu Hause? Ihr springt jetzt hier nicht euch rum und jault, oder? Ich meine, das könnte spannend sein. Unter den richtigen Umständen. Euch geht es anscheinend gut. Deine Zeit war gekommen. Der Jäger wollte jagen. Er bekam, was er wollte. Ah, jetzt glaubt ihr also an Schicksal? Kein Gott, keine Sterne kontrollieren mich, Prinzessin. Ich gehe, wohin ich will. Wo gehen wir als nächstes hin? Okay, Jäger tot. Ganzes Gebiet geheilt. Der arme Prinz. Also der Jäger, meine ich jetzt, der war ja Prinz. Tja. Wie schon der Prinz sagte, er bekam, was er wollte. Nur leider war sein Gegner zu stark. Oh yeah, okay. Oh, wie schön. Ich sag, ah, stimmt. Jetzt, wo ich das gerade sehe, diese schwarzen, keine Ahnung, Tattoos. Vinyls, Graffitis, keine Ahnung, gehen immer weg. Pro Gebiet, das wir hier befreit haben. Also so ein Viertel immer hier und dann so das Ganze, okay.
Geil. Aber die neue Kraft haben wir immer noch nicht. Haben wir? Ja, wir bekommen die 25 von 25 immer gleich, wenn wir den besiegen, okay? Weil die ja, die Lichtkeime sind ja auch in dem drin sozusagen dann im Verdammten. Naja, dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge irgendwo anders hin, weil wir keine Zeit mehr haben. Also bis dann. Bam!